Willkommen zur Bundesliga und willkommen zum Nachholspiel des 9. Spieltages. Heute heißt die Begegnung FC Schalke 04 gegen den FSV Mainz 05. Dann schauen wir mal, wie das Nachholspiel denn laufen wird. Die Mainzer oben in der Tabelle, der FC Schalke 04 überraschend Tabellenführer. Und die große Frage ist die, wie lange noch? Dadurch, dass sie Nachholspiel haben, gerade die TSG Hoffenheim aktuell Tabellenführer. Aber viele gehen davon aus, dass sie hier heute Punkte holen gegen die Mainzer, die in dieser Saison eine gute Saison bislang spielen. Denn auch hier sehen wir die Statistik, er spielt die beste Abwehr gegen die viertbeste Abwehr. Das hatten wir schon mal. Ja, sogar vor kurzem. Ja, und dieses vor kurzem ist unentschieden ausgegangen. Also schauen wir mal, ob es heute dann ähnlich laufen wird. Der Trainer hat das Team extra darauf eingestellt heute. Und hat mal wieder ganz klassisch einiges umgestellt. Fährmann im Tor, das ist eigentlich klar mittlerweile. In Verteidigung heute Insua und Kehrer. Dann im Mittelfeld Caligiuri, Harrit, Meyer und Hansen. Und vorne Heimburg-Staller. Goretzka, der einzige Spieler, der beim Trainer ganz klar gesetzt ist. Der auch oftmals in Pressekonferenzen immer mal wieder gesagt wird. Das ist unser Kapitän, der ist derjenige, der das Team führen und leiten soll. Aufstellung vom FSV Mainz 05. Weiterhin wird auf Hut beruht. Den Torwart, der bislang die Mainzer super in dieser Saison gehalten hat, beziehungsweise kaum Gegentore gefangen hat. Da sind schon einige Top-Clubs dran an diesem Mann. Adler weiterhin auf der Ersatzbank, weil warum wechseln, wenn es klappt? Ab in die erste Szene, die Mainzer als erstes mit dem Angriff. Donati rübergespielt. Ja, der Pass war gut, der Abschluss nicht. 20. Minute. Ganz klassisch, die Schalker bislang wie immer hin und her getändelt und mal gucken, was funktioniert. Meier, immer noch Meier, der kommt da ohne Bedrängnis durch und Hut kann ihn klären. Aber so ein Maxi Meier darfst du nicht einfach durchlaufen lassen. Der macht eigentlich so seine Tore, aber hier sehen wir, warum der Hut aktuell Torwart von Mainz ist. Super Parade vom eigentlichen Ersatzkeeper. Meier, rüber geflankt, Hansen! Und der Führungstreffer durch den Dänen. Björn Hansen, 1:0 gegen Mainz. Flanke, super gekommen. Kopfball, ja gut, also den hätte er sicherlich besser machen können, aber am Ende ist es das Tor. Hut erwartet den ein bisschen weiter links. Und das war sein Fehler. Hansen, 4. Saisontreffer. Von dem hätte man das nicht erwartet. Caligiuri. Und wieder Richtung Hansen, aber Burgstaller mit der Chance. Weil so ein bisschen verhungert, sollte da wahrscheinlich weitergehen, aber Burgstaller hat's versucht. Kam Ecke, kam aber ganz klassisch nichts dabei raus. Kehrer. Hansen, rübergespielt, Burgstaller. Wieder zurück, Hansen. Hansen! Da montiert den Doppelpack. Den hat er aber in dieser Situation nicht bekommen. Zweite Halbzeit, unverändertes Bild. Schalke spielt. Mainz versucht irgendwie eine Lösung zu finden. Meier auf Burgstaller. 2:0! Die Mainzer hatten einfach keine Idee gegen dieses Ballbesitzspiel der Schalker. Was sie in dieser Saison perfektionieren. Es hat einfach nicht geklappt. Er ist abgewehrt vom Verteidiger Burgstaller. Ja, der hat so viel Selbstbewusstsein in dieser Saison getankt. Da macht er den auch rein. Hut, knapp nicht rangekommen. 2:0 für den Tabellenführer, 6. Saisontreffer. Für Burgstaller, ist aber nicht Torschützenkönig aktuell. Caligiuri. Nächste Möglichkeit. Kurz vor Ende des Spiels. Hansen. Ja, das hätte er besser machen müssen. Und dann kommen wir jetzt in die Schlussphase. Adewai mit der Chance und Hut. Und es gab Eckball.
Wir nehmen mal alle mit in diese Schlussphase. Hut eigentlich eine super Partie gespielt. Ja, gegen die beiden Gegentore, ja gut. Das erste hätte er halten können, das zweite nicht. Ecke Schalke. Normalerweise kein großes Problem für die Abwehr. Man weiß eigentlich, die Schalker in dieser Saison Standardsituation ziemlich schwach. Sieht man hier auch. Ohne Probleme geklärt. Und Hansen. Rübergespielt, Koke. Goretzka. Auf Schöpf und der Richtung Anivai und das hat nicht so ganz geklappt. Aber was soll's, Schalke gewinnt das Spiel mit 2:0 gegen den FSV Mainz 05, die eigentlich gut dabei waren, aber eben halt nur eigentlich, weil sie einfach nicht an den Ball kamen. Und wenn sie dahin kamen, ja, dann sind sie in irgendeinen Abwehrspieler gescheitert. So hat Fährmann eigentlich nicht viel zu tun heute gehabt. Spieler des Tages ganz klar, Björn Hansen, super Spiel absolviert. Viele Zweikämpfe gewonnen, auch wenn er eigentlich im offensiven Bereich dabei war. Aber heute sehr viel im Mittelfeld dabei und sogar ein Tor erzielt. 2:0 und Schalke ist wieder Tabellenführer. Und das können wir hier auch sehen. Eigentlich im Endeffekt kaum was geändert an der Tabelle. Mainz jetzt Tabellenachter. Ja, eigentlich hat sich nichts verändert gegenüber dem letzten Spieltag. Von daher ein kurzes Bis zum nächsten Mal und ciao.